Hallo und herzlich willkommen zu Folge 321 von Let's Play die Sims 4 100 Baby Challenge. Komisch, ne? Normalerweise sage ich nur 100 Baby Challenge. Naja, egal. Herzlich willkommen dazu. Der Zirkus, der gestern Abend hier abgegangen ist, wird nun gleich wieder fortgeführt durch die beiden Kleinkinder. Wie weit seid ihr eigentlich in euren Fähigkeiten? Wie lange muss ich das hier wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang? Ja, okay, du verhungerst mir gleich. Schneewittchen, wie wach bist du? Wach genug, würde ich mal behaupten. Ich lasse dich vielleicht noch so einen ganz kleinen Moment länger schlafen. Ach, guck mal, hier liegt auch ein Buch. Auf dem Boden packen wir das mal hier ins Inventar. In der letzten Folge hatten wir ein Blind Date und Gwendolyn ist endlich, möchte man sagen, älter geworden. Diese Folge würde ich gerne gucken, ob wir... Oh, Mondkind vertrocknet uns gleich. Steh mal bitte auf und geh duschen. Was sind deine Fähigkeiten? Fitness. Vielleicht können wir heute an den Strand fahren oder so. Dass Gwendolyn da ein bisschen schwimmen kann und Fitness auch. Oder wir gehen in den Schwimmbad. Das wollte ich ja ohnehin mal probieren, ne? Jedenfalls, du solltest jetzt gefüttert werden. Das kann hier Schneewittchen auch mal machen, bitte. Essen geben an. Maggie. Und zwar ein Erdnussbutter-Gelee-Sandwich könntest du mal Maggie geben. Staubfinger, was brauchst du? Spaß und Aufmerksamkeit. Wie wahrscheinlich irgendwie alle anderen Menschen auf der Welt gerade auch. was war das für ein Geräusch gerade? Warum bin ich hier rübergezogen worden? Ist irgendwas passiert? Du sollst aufwachen, Schatz. Okay. So. Du brauchst sehr dringend Spaß. Dann kannst du mal hier mit Spielzeug spielen vielleicht, wenn du aufwachst. So. Wie geht's dir? Oh, dir geht's eigentlich ganz gut. Aber du hast hier noch mehr im Kinderzimmer geschlafen. Ja. Vielleicht sollten wir, wenn wir in den Schwimmbad gehen, einfach Spielzeug auch für die Kinder mitnehmen oder so. Ach, Kind. Wir könnten hier mal einschalten und dann ein bisschen tanzen, während das Kind isst. So als, keine Ahnung, Programm. Während es da ist, tanzen wir vor ihm so hin und her. Genau. So hatte ich mir es vorgestellt. So. Dann kannst du danach außerdem nochmal verwenden. Und dann kannst du eigentlich auch nochmal schlafen gehen. Du bist echt müde. Es ist Sonntag. Es ist erst 7:30. Kannst ruhig schlafen gehen. So. Dich lasse ich noch ein bisschen schlafen. Danach kannst du eigentlich auch mal gefüttert werden. Ja. Ich weiß nicht. Eigentlich möchte ich nicht mit den kleinen Kindern eigentlich auch ins Schwimmbad. Ich habe gerade überlegt, wir könnten das auch machen. Aber mit zwei kleinen Kindern, also ein kleines Kind ist schon stressig auf einem Grundstück, wo man nicht alle Objekte hat, um deren Bedürfnisse zu befriedigen. Zwei kleine Kinder ist schon hardcore, finde ich. Also machen wir das vielleicht nicht. Schneewittchen, ich habe von einem Konzert in dem verlassenen unterirdischen Kaufhaus im Modeviertel gehört. Nette Idee, aber wahrscheinlich eher nicht. So, aber Schneewittchen hat sich gewünscht, was zu säubern. Da hat sie jetzt hier Gelegenheit zu. Wenn sie ihr Kind hier mal rauslässt, kann sie den Hochstuhl sauber machen. So, Kind, was brauchst du sonst noch? Bist nicht richtig satt geworden. Wahrscheinlich, weil du die Sachen hier nur so rumgeworfen hast. Du kannst danach mal hier mit Puppen spielen. Immer diese Kinder, die ihr Essen nicht essen, sondern damit durch die Gegend werfen. Unglaublich. Und die Katze hat Angst vor dem Dings hier. Dann können wir es mal ausmachen. Die Katze Angst davor hat. Wir tanzen hier gerade nicht. Dann kannst du das danach mal säubern. Und da kannst du danach mal hier das Kind füttern. Und du kannst gleich mal aufstehen und
verwenden und was essen? Ja. So. Reste nehmen. Ja, du gehst nochmal ein bisschen schlafen. Dann können wir ja gucken. Wir gehen vielleicht heute Nachmittag mit den beiden Großen an den Strand oder in ein Schwimmbad oder irgendwo hin. Tobias Schwarz. Sonst irgendwie erreicht man dich nie. Und jetzt sind wir schon schwanger von einem anderen Alien. Jetzt rufst du auf einmal an. Muss man das verstehen? Wie geht's dir sonst, Kind? Brauchst immer noch unbedingt mehr Spaß. Vielleicht kann sie auch mitkommen zum Strand. Das wäre eigentlich ganz cool. So. Genau, danach kannst du hier was essen gehen. Ja, dann kannst du hier jetzt mal Staubfinger füttern. Essen geben, Staubfingerbuchholz. Die kann man das gleiche essen. Und nicht das gleiche. Doch, das gleiche. Nicht dasselbe, das gleiche. So. Okay. Es ist zwar ein bisschen viel, aber ich finde, im Moment ist es noch so einigermaßen kontrolliertes Chaos. Wo es im Moment noch ganz okay läuft. Du brauchst gleich nochmal so alles. Also halt Aufmerksamkeit, Schlaf, Essen, alles. Tatsächlich würde ich vielleicht sagen, ist jetzt nochmal was so, weil sonst bist du gleich zu müde, um was zu essen oder irgendwie sowas Dämliches. So, hier ist das hier ein Ding nur noch. Ach, guck mal. Ich stelle dir das hier einfach mal auf den Boden. Wir werden ja heute auch angerufen von allen Leuten gleichzeitig und permanent. Jetzt bist du nämlich auf einmal so schlagartig komplett müde. Ich mache hier wieder aus, weil es mir zu laut ist. Die Katze ist mir übrigens auch zu laut. So, nachdem du gegessen hast, kannst du mal hier verwenden. Du sollst was essen, Kind. So. Ich finde es gerade bei der Baby-Challenge so anstrengend, wenn Sims einfach nicht das machen, was man ihnen sagt und dann ihre Bedürfnisse richtig schlecht werden und man dann noch weniger das mit ihnen machen kann, was ihnen helfen würde, dass sie bessere Bedürfnisse bekommen. Und es ist irgendwie so, das alles ist anstrengend. Und du willst nicht in den Hochstuhl gehoben werden, dann ist es halt auf dem Boden, Kind. Ich verliere meine Geduld, verstehst du? Ich verhungere. Ja, wir auch, aber halt unsere Kinder leider auch. Wisst ihr hier, Kinder, es ist auch für mich und Schneewittchen, oder für Schneewittchen und mich, für uns ist es auch schon der 7. Tag der Woche. Ich meine ja nur, ne? So. Zumindest haben wir Geld bekommen. Flohmarkt ist in der Stadt. Oh, guck mal, dir geht's gerade richtig. Aber ihre Ruhmdings ist nicht... Okay. Wisst ihr was, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn Schneewittchen weniger berühmt würde. Solange unser Walk of Fame-Stern noch da ist, dann ist das okay. So. Bist du noch am Essen? Ja. Du kannst mal ein Schatz sein und dich jetzt um deine Schwester noch kümmern. Hier den Teller können wir auch mal wegräumen. Ohne die Teenager wären wir verloren. Du kannst die Windel mal wechseln. Du kannst sie mal kuscheln. Und dann kannst du sie mal in den Schlaf lesen. So. Du hingegen, Kind, brauchst auch jede Menge Dinge. Darum kann sich jetzt Schneewittchen als nächstes kümmern. Knuddeln. Das wird schon werden. So, Kind, was machst du jetzt gerade? Du gehst einfach was spielen, da hast du recht. Wie geht's dir da oben? Ganz gut. Ihr beide habt anscheinend auch eine gute Zeit miteinander. Ja.
dann kannst du das Kind danach mal in Schaumbad baden. Und ich pack das mal hier hin. Ich bin so am Hin und Her überlegen, ob wir an den Strand wollen oder ins Schwimmbad. Weil an für sich würde ich gerne mal sehen, wie hier Mondkind als Meermensch im Schwimmbad aussieht. Ich habe noch nie einen Meermensch im Schwimmbad gesehen. Die Katze irgendwie... Ich schreie innerlich gerade, die Katze schreit äußerlich. Das ist Tinkerbell. Tinkerbell sieht ihrem Vater Vladislaus ja schon extrem ähnlich, ne, wenn man sich das Gesicht anguckt. Ja. Ja. So, was ist dein Problem gerade? Bist sauer, dass du müde bist? Du wirst ja auch gerade in den Schlaf gewesen. Nein, sitzen mal nicht da, sondern wir lassen uns in den Schlaf lesen. Ich wollte das Halten eigentlich nicht wegklicken, aber mich stört es auch hier. Mach doch einmal im Leben einfach nur das, was ich dir sage. Bitte, 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 bitte. Und du machst nämlich gerade mit jedem kleinen Panz auch nicht das, was du eigentlich solltest, ne? Ich meine, hier das Kuscheln ist gut. Aber baden wäre auch demnächst mal so ein Ding, ne? Okay. Ah, das machst du da schon. Okay, gut. Sorry, dann hatte ich dich missverstanden. Hast du es eigentlich schon gemacht? So, dir geht's ganz gut. Dir geht's ganz gut. Du kannst mal aufstehen und gerade noch was essen. Und dann können wir danach vielleicht mal los. Dann sind nämlich die Kleinkinder größtenteils versorgt. Und dann können wir einfach mal weg. Und dann habe ich nämlich auch ein bisschen Erholung von den kleinen Kindern, indem wir mal woanders nochmal spielen. Und dann müssen wir aber dann auch gucken, dass die halt schon auch an ihren Fähigkeiten arbeiten. Nur halt, weil ihre Bedürfnisse immer so schlecht sind, ist das so schwierig in letzter Zeit. Aber halt, sonst haben wir demnächst wieder drei kleinen Kinder, wenn hier unser Alien-Baby da dazu kommt. Aber wenn die jetzt eh nur schlafen, im Moment noch. Oder musst du auch schlafen? Ja, wäre besser. Weißt du, geh einfach mal schlafen. Ich habe keine Nerven mehr für irgendwas. Geh einfach mal schlafen. Schneewittchen. Gibt es hier oben irgendwas, was du machen musst? Gerade nicht. Dann lass dich einfach mal irgendwie... Weißt du was? Du kannst nochmal Körbe werfen. Kannst dich nochmal ein bisschen fit halten, wenn du möchtest. So. Guck hier, der Sim hält sich hier auch fit. So. Du hast hier genug gegessen, dass du satt bist. Dann könnt ihr jetzt mal reisen. Woanders hin. Ohne die Kinder. Oh, yay. sollen wir Schneewittchen mitnehmen? Ich meine, die hätte ja bestimmt auch Spaß daran. So ist es nicht. Da ist halt keiner bei den Kleinkindern zu Hause, ne? Naja. Machen wir trotzdem mal. Machen wir trotzdem mal. Weil, ja, es wäre ja andererseits auch gemein, wenn Schneewittchen nicht mitkommen kann und wir sind im Schwimmbad und so weiter. Und wir können ja einfach sagen, Phoebe und Joffrey von nebenan kommen rüber und kümmern sich um unsere Kinder oder so. Das geht ja auch. Ah, guck mal, hier ist Kimmy Johnson. Wie cool. Ja, die sind in der Tagespflege. Ich hoffe mal, die kümmern sich besser um die Kinder als wir. So, geh mal hier schwimmen. Ich möchte jetzt mal sehen, irgendwie. Ach, guck mal, sie reagiert positiv darauf, dass Schneewittchen hier ist. Das ist doch nett. Schatz, möchtest du hier vielleicht auch ein bisschen schwimmen? Verspielt herumschwimmen? Oh ja. Könnt alle mal schwimmen, wenn ihr möchtet. Ich meine, es ist ja richtig heiß heute. Oh, es ist gefährlich zu schwimmen, wenn man sehr müde ist. Ah, guck mal da. Oh, okay. Lasst uns sie mal betrachten. Ah, sie ist zur Hälfte verschwunden.
Irgendwas ist da dran gerade sehr buggy. Kannst du mal auf dem Rücken treiben, damit ich dich sehen kann? Also das, sie hat zunächst mal Sport Kopftuch an und sie hat keinen Unterleib. Das ist die gruseligste Meerjungfrau, die ich jemals gesehen habe, auch mit den Augen hier und dann ohne Floss. Ich frage mich, ob das am. Und hier Lala hängt auch voll so da drin, wo sie eigentlich sein sollte. Ist einfach nur so ein Rumpf. Ist einfach nur so ein Rumpf, der im Wasser Ha ha. Oh nein. Kann man das gerade mal bei dir gucken und mal ändern, wie du dann aussiehst? Sim bearbeiten. Macht das überhaupt die Damentoilette? Ja, ich weiß nicht, ob Teil davon vielleicht auch daher kommt, dass sie eben in einem Schwimmbad ist und nicht im Meer. Aber das ist irgendwie sehr unheimlich gerade. Ah, Schneewittchen hat diesen coolen Badeanzug an, den mir so gefällt an ihr. Yay, du hast wieder Beine. Wie schön. Alle gucken zu, wie Schneewittchen tanzt. Schneewittchen ist halt auch so überhaupt nicht schüchtern, ne? Ich meine, jeder andere Mensch würde sich irgendwie merkwürdig dabei fühlen, so in einem Kreis von Leuten zu stehen und zu tanzen. Ah, du kommst da nicht dran. Ach so. Pass auf. Können wir dich so bearbeiten? Ja. Dann machen wir das mal so. Ich will mal gucken, was los ist bei diesem Sim. Ich meine, es ist ja nicht gut irgendwie, wenn man ins Wasser geht und das nur noch so ein Rumpf. So aus irgendwie wie in einem Horrorfilm. Irgendwie, man geht in ein Schwimmbad und das ist irgendwie ein zweigeteilter Mensch drin. So. Das erscheint mir ein bisschen buggy. Und auf einmal ist sie wieder da, die Flosse. Warum hatte sie denn keine Flosse? Das war ja mega creepy. Und irgendwie auch die Gesichtsbearbeitung. Ganz ehrlich, ich finde, weil sie ja. Oh, auf einmal hat sie ganz lange Haare, die sie sonst auch nicht hat. Ich meine, das könnte sie ja haben, dass sie irgendwie magisch auf einmal andere Haare hat, wenn sie im Wasser ist. Vielleicht zu Wasser auch, das ist auch richtig hübsch. Aber vom Gesicht her. Das Make-up finde ich okay, aber warum sie auf einmal Vampir-Züge. Ich meine, sie möchte ja Vampir. Das ist interessant, sie möchte ja Vampir werden. Und sie hat schon Vampir-Züge im Gesicht, wenn sie Meerfrau ist. Dann. Ja, die Flosse hier, diese etwas, habe ich die gewählt? Diese etwas düstere passt eigentlich dazu. Dann müssen wir nur gucken, was wir als Top noch machen, ne? Das sieht mega cool aus an für sich. So, ich meine, das kann man hier noch ein bisschen besser. Ja! Hallo, guckt euch das mal an. Das sieht auch mit ihren krass blauen Augen zu der eher dunkleren Haut. Wow! Ich finde, du musst noch irgendwie ein Amulett tragen oder irgendwas Magisches. Hallo, ich will dir ein Amulett anziehen. Das wäre noch cooler. Haben wir hier ein Amulett? Ich meine, ich nehme mal an, sowas könnte, aber es ist mir eigentlich zu. Warte. Es ist mir eigentlich zu blumenmäßig. Freund, hier ist sowas. Ja, das geht. Das ist noch besser. Ja. Es gibt noch ein Dings, wo ich denke, das könnte ja hier sowas, dachte ich mir. Das geht auch gut. Ja. Gefällt mir besser als vorher. Ich meine, ich finde irgendwie, es ergibt bei ihr keinen Sinn, warum sie ihr Haar bedeckt, wenn sie Meerfrau ist, wenn sie ihr Haar nicht bedeckt, wenn sie zwei Beine hat und halt an Land ist und so weiter. Deswegen habe ich es da mal weggenommen, aber ja. Und irgendwie komischer Glitch, dass sie überhaupt keine Flosse hatte. Das ist natürlich irgendwie nicht so gut. So, sind wir wieder hier? Magst du jetzt mal richtig schwimmen gehen? Genau. Aber ach, du wolltest ja vor allem hier ein Rückwärtssalto in den Pool machen. Das kannst du natürlich auch mal machen. In den Pool springen, Rückwärtssalto, ja.
So, Kind, was machst du? Oh, du lässt dich auf den Rücken treiben. Das ist bestimmt schön. Ist nur komisch, dass sie in ihrem Badeoutfit jetzt auch diese Haare hat, aber naja. Also ich finde es an und für sich nicht so komisch, dass sie als Meerfrau andere Haare hat als vorher. Weil ich meine, ihr kompletter Unterleib hat sich verändert. Warum nicht auch ihre Frisur? Also halt, Aber, um nochmal auf die Serie H2O plötzlich Meerjungfrau zurückzukommen. Es gab doch irgendwie auch so eine Folge, wo Cleo Emma die Haare rot gefärbt hat. Und sie fand das total entsetzlich, das Ergebnis. Und dann war es aber so, wenn Emma Mensch war, waren die Haare normal. Und wenn sie dann halt in ihrer Meerversion war, mit Flosse und so weiter, waren ihre Haare wieder rot. Ach so, genau, was ich mit dir nämlich eigentlich machen wollte, war ja auch hier Rundenschwimmen und so weiter, weil du ja deine Fitnessfähigkeit verbessern solltest, ne? Damit du morgen älter werden kannst. Es sieht irgendwie auch verkehrt aus hier. Oh, irgendwie bist du als Meerfrau, ist da irgendwas komisch bei dir, Kind. Stell dir mal vor, es sieht sowas im Wasser. Da kriegt man Angst. Ich finde es schön, dass wir hier Lala sehen. Dir geht's sonst aber noch gut. Du bist hier am Faulenzen, das ist schön. Brauchst du sonst irgendwas? Eigentlich im Moment nicht. Phoebe ist einfach gerne der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Was ja auch okay ist. Ich meine, jeder wie er mag. So, schwimmst du bitte noch mehr Runden? Ich möchte gern, dass du Fitness ein bisschen mehr aufbaust, genau. Ja, Schneewittchen. Kannst eigentlich hier mal duschen. Deine Hygiene ist nicht die beste. So, das war so eine Art Rettungsschwimmer-Sitz sollte das sein. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich das so gemacht habe und was ich damit meinte, aber sollte so ein Ausguck sein für den Bademeister. Ah, und hier unser Kind ist auf die Luftmatratze geklettert und schläft. Na, das sieht angenehm aus. Und guck mal hier, wir haben einen Interessenten. Oh, und er ist berühmt. Hier, guck, das ist der Sohn von Thorn, meine ich, oder? Ich glaube nämlich schon. Du sollst Runden schwimmen. Wir sind hier nicht ganz nur zum Spaß. Du bist auch ein bisschen hier. Was soll das heißen? Hydration geht runter. Du bist im. Sch Ist das Chlorwasser nicht gut für dich? Vielleicht müssen wir gleich mal kurz eine Duschpause machen, oder? Das ist alles sehr merkwürdig. Ich meine, ich kann verstehen, dass man als Meerfrau vielleicht lieber im Meer schwimmt als im Pool. Keine Frage. Ich wollte nur gucken, was passiert, wenn wir hier sind. So, wir werden wieder an Thorn Bailey. Hey, ich habe gehört, du und Hendrik Weishaupt seid jetzt gute Freunde. Er hatte nicht gehört, er hat geweint währenddessen und als er daneben gestanden hat. Du wirst immer berühmter, kein Wunder, dass viele dich kennenlernen möchten. Hat er uns gerade gesagt, der will dich ohnehin nur für den Ruhm? Ich glaube, Thorn haben wir echt verletzt damit. Kannst du bitte nochmal Runden schwimmen? Bitte, bitte. So, du wirst angerufen von Jacquin. Oh, vielleicht ist das dein Vater, ne? Ich glaube, Jacquin könnte dein Vater sein. Wie geht's dir? Sonst so heißt hin, du kannst hier auch mal duschen gehen dann. Schneewittchen. Wer ist hier das? Dich kennen wir auch noch nicht. Wir könnten mit Lala noch ein bisschen reden. Unsere Halbschwester. Ach, die kennen wir gar nicht. Mein Gott, wir sind selbst die Baby Challenge Mama und wir kennen das erste Kind. Freundlich vorstellen, beste Freunde, ihr ja, macht das mal. Ich weiß allerdings nicht, ob Lala das nicht irgendwie. Ich könnte mir vorstellen, Lala wäre so der Sims, der sagt irgendwie so, so gerade schon mal nicht. Hier ist Hendrik Roth. Schaffst du das jetzt noch hier mit dem nächsten Level? Das wäre nämlich echt gut. Na gut, wir sind gute Freunde geworden, das ist doch nett.
Das ist super. Dann unterhaltet euch hier mal ein bisschen. Generell, du müsstest doch jetzt das nächste Level haben demnächst. Sie ist böse, ja. Das stimmt. Das wissen wir. Es war ja so krass, ne? Mit Poe, die gut war, und Lala, die böse war. Und das war ja, ich hatte ja da auch schon die Merkmale generiert. Also ich hatte das nicht so ausgesucht. Und ich hatte so, also mir ist wirklich der Mund offen geblieben, als das auf einmal angezeigt wurde als Nichtfähigkeiten. Was sage ich? Merkmale für die Kinder. Aber ich gedacht habe, was? Jo. Es neigt sich dem Abend zu. Ich würde sagen, ich beende die Folge hier. Ich schicke jetzt hier die Leute wieder heim. Mondkind hat das nächste Level erreicht. Das heißt, Mondkind sollte morgen zu Erwachsenen werden können. Ach, du bist aber Level 3. Doch nicht? Da kam aber eben die Anzeige. Ich verstehe nicht. Ja, vielleicht braucht das noch ein bisschen, um das zu registrieren. Ich weiß aber noch nicht, ob ich sie ausziehen lasse, weil wir immer noch zwei Kleinkinder haben und das viel Arbeit ist. Muss ich mal gucken. Ich meine, wir werden sie wahrscheinlich ausziehen lassen, wenn wir das nächste Kind haben. Einfach weil dann ja auch wieder Platz im Haushalt sein muss. Schauen wir mal. Kriegen wir schon irgendwie hin? Wir arbeiten nächste Folge am besten auch an den Fähigkeiten von den beiden. Wie nah bist du an deinem Entbindungstermin? Das könnte nächste Folge gut sein. Ja, und ernsthaft, ist das nicht? Doch, jetzt wurde es registriert. Okay. Ja. Da schauen wir mal. Gut. Dann beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!